Fang du an. Ja, das ist klar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, Servus die Adeln, Servus die Burm. Ich weiß ganz genau, wie Sie sich im Moment fühlen. Dieser Lockdown betrifft uns alle. Auch ich bin derzeit im Schlossoffice. Trotzdem habe ich keine Mühen gescheut und den Stein für dieses Land ins Rollen gebracht. Konkret habe ich den Gesundheitsminister mit einer Kutsche bis hierher gebracht, anrollen lassen. Guten Tag. Guten Tag. Es gibt übrigens auch eine Retourkutsche. Ich komme direkt von der Omi. Väterlicherseits oder mütterlicherseits? Von der Omikron-Besprechung mit internationalen Virologen. Und ich darf verkünden, viel wissen wir noch nicht, aber das, was wir wissen, ist wenig. Ja, aber das ist ja schon einmal beruhigend. Soweit ich es verstanden habe, und ich spreche hier für alle Österreicher und Österreicher, dass sie es auch verstehen, diese Omikron-Sache hat mehrere Varianten. Richtig, aber es sind noch lange nicht so viele Varianten, wie unsere Verordnungen haben. Da sind wir nach wie vor Verordnungseuropameister. Ja, das gehört auch einmal gesagt und lobend erwähnt. Der nächste Verordnungsvarianten werden wir auch einen Namen geben, einen passenden Namen, und zwar Sisyphus. Sie meinen wegen der Symbolik? Also abgeleitet von dem sagenhaften Griechen, der den Felsen für alle Ewigkeit immer den Berg hinaufholen musste? Nein, wegen Sissi im Namen, der Name der Kaiserin. Und ich glaube, das wird unserem Volk Hoffnung geben. Verstehe ich nicht. In den letzten Tagen wurden mir sehr, sehr viele Briefe von meinem Boten überbracht mit Fragen der Österreicherinnen und Österreicher. Und wir wollen die hier gemeinsam beantworten. Da schreibt zum Beispiel ein Herbert K., ich habe das gesamte Wurmmittel für mich selbst aufgebraucht. Muss ich jetzt die Pferde impfen? Was sagen Sie als ehemaliger Arzt dazu? Der nächste, bitte. Sehr gerne. Hier hat jemand wegen des aktuellen Lockdowns eine dringliche Frage. Darf der Nikolaus kommen? Darf er kommen? Wer fragt das? Der Nikolaus. Ja, der darf natürlich kommen, aber nur mit 1G. Also mit einem goldenen Buch, und aus dem muss er folgende neue Variante der Pandemieverordnungen vorlesen. Von Draust vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, der Impfstoff wirkt nicht mehr. Statt mit Kinderlein zu schimpfen, will ich lieber Booster impfen. Ganz wichtig ist mir hier, dass der Nicolo dieses Jahr nicht alleine kommt. Ja, Sie meinen den Krampus? Nein, den Impfbus. Der nächste, bitte. Da schreibt mir ein Christbaumverkäufer, dass er sich Sorgen macht, ob er im Lockdown auch die Christbäume verkaufen kann. Hier können wir beruhigen und versprechen Ihnen hiermit, im Jänner ist alles vorbei. Durchhalten. Außerdem haben wir für Sie auch da die Verordnung adaptiert. Wenn Sie drei Christbäume aufeinander stapeln, dann dürfen Sie diese im Frühjahr auch als Maibaum verkaufen. Und viele Österreicher und Ihnen werden ja heuer gar keine Christbäume kaufen, weil sie ja noch immer Angst vor den Nadeln haben. Der nächste, bitte. Ja, hier schreibt eine Kulturinteressierte, auch die Kultur interessiert uns. Ihr Name ist Elfriede, sie schreibt, wann darf ich endlich wieder einen Kabarettisten live sehen? Ja, auch da möchten wir uns entschuldigen, ganz klar, und korrigieren hier die Verordnung. Kabarettisten dürfen ab sofort wieder auftreten, wenn der Auftritt in einer Skigondel stattfindet. Der nächste, bitte. Ich glaube, ich habe so viele Briefe von Ihnen, sehr verehrtes Publikum, bekommen. Sehr viele, ja. Dass es gar nicht leicht für mich ist, die alle vorzulesen. Ich habe mehr Briefe bekommen als das Christkind. Aber glauben Sie mir, wir verstehen und teilen Ihre Sorge. Na, also ganz verstehe ich diese Sorgen nicht, weil so viel ist nicht neu. Zur Weihnachtszeit gab es doch schon immer die 2G. Schon immer? Ja, die Tannen 2G.
Verstehe ich nicht. Der Tannen. Tannenzweige. 2G. 2G. Grillt irgendwas. Weiß nicht. Ist das Christkind schon da? Jedenfalls bitten wir weiterhin um das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Arbeit der Pandemiebekämpfung. Sonst haben wir bald wieder die nächste Variante. Vom Coronavirus? Nein, vom Bundeskanzler.